Joho, meine kleinen Farmer und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind in einer Garage, okay. Ja, wir haben heute wieder was ganz Schönes und zwar gibt es bei Bauweber ein neues Fahrzeug, was wir gleich abholen müssen. Wieso läuft eigentlich der Motor? Herr Praktikant, wo sind Sie? Ich habe dem Praktikanten gesagt, er soll bitte einmal unser Bauweber G-Klässchen hier hochbringen zu unserem Bauernhof, zu unserem Wohnhaus. Allerdings ist der Praktikant gerade nicht mehr da. Der sollte eigentlich als Beifahrer dabei sein, da ich die Karre ja nicht alleine aufladen möchte. Aber gut, er ist wohl nicht da. Ja, dann kann ich es auch nicht ändern. Dann fahren wir jetzt einfach mal los zum Mercedes-Benz-Händler und holen mal das neue Fahrzeug. Freunde, es wurde sowieso sehr oft bisher schon angefragt. Ihr habt Interesse, glaube ich, daran, mal zu sehen, wie viele Bauweber-Fahrzeuge es insgesamt gibt. Also ich kann sehr gerne, wenn ihr das möchtet, mal ein Video machen oder beziehungsweise mehrere Videos machen, indem ich immer wieder ein Bauweber-Fahrzeug vorstelle. Weil wir haben ja sowas von viele Bauweber-Fahrzeuge. Ich glaube, ihr wisst nicht mal, wie viele das wirklich sind. Sollen wir das mal machen? Wenn ja, dann schreibt mal Hashtag Bauweber-Fahrzeug in die Kommentare und dann wird es mal dazu auch eine Reihe geben. So, wir fahren jetzt einfach mal hier durch den Eingang hier raus. Ihr wisst ja bereits, hier sind die Vorbereitungen für das große Rennen, für die Rallye getroffen worden und dementsprechend sind hier schon die meisten Straßen gesperrt. Aber wir können hier ja trotzdem durch, weil wir sind ja Veranstalter und deswegen ist das so auch vollkommen in Ordnung. So, wir erhöhen die Geschwindigkeit mal auf 50 Stundenkilometer. So, und ja, ich hatte keinen kleineren Anhänger, das ist wieder das Problemchen gewesen. Ich hatte nur diesen Anhänger gefunden, mit dem wir, sage ich mal, ein Fahrzeug transportieren können. Und ja, die G-Klasse ist ja stark genug, um dieses Teil zu ziehen. Daher spielt das nicht so die große Rolle. So, wir kommen sofort auch schon zum Mercedes-Benz-Händler. Und müssen mal kurz noch hier blinken. Und dann, Freunde, seht ihr sofort das neue Fahrzeug. Und dann erzähle ich euch auch ein bisschen was dazu, warum das Fahrzeug jetzt das andere ist. Und was es für eine Rolle hat. So, warte mal. Stellen uns jetzt einfach erstmal hier hin. Und fahren mal kurz die Stützen hier aus. Ach, Stützen eigentlich schon. Diese Zeile. Ich weiß den Fachausdruck gerade schon wieder nicht. So, Motor kann laufen, weil wir müssen jetzt zum Mercedes-Benz-Händler rein. Das machen wir dann einmal kurz. So, tada! Wir haben eine neue Mercedes-Benz G-Klasse, allerdings diesmal in einem schwarzen Ton. Einfach aus dem Grund, weil Bauweber braucht auch eine etwas, ja, luxuriöse Variante. Ich meine, ein G65 AMG ist schon ein Top-Modell. Allerdings brauchen wir den hier, sag ich mal, für so exklusivere Fahrten. Wenn wir zum Beispiel ein Meeting haben, also wenn wir uns mit einer Firma treffen, um beispielsweise einen Auftrag zu verhandeln, dann kommt das neue Bauweber-Cheffahrzeug zum Einsatz. Weil der hier, der sieht dann doch noch ein bisschen schöner aus. Der weiße ist zwar weiterhin mein Favorit, aber der hier wird dann demnächst nur noch vom Chef gefahren. Und der Praktikant zum Beispiel darf dann auch hier die weiße Variante davon fahren. Von daher ist es auf jeden Fall schon mal cool. Was haltet ihr von dem neuen Fahrzeug, Freunde? Schreibt es mir auch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und dann fahren wir es jetzt erstmal hier drauf. Wir könnten theoretisch damit auch direkt zum Bauhof Weber fahren, aber die Straßen sind sehr schmutzig und wir wollen das Fahrzeug ja nicht unnötig schmutzig machen. Ja. Das wird ja noch ziemlich schmutzig demnächst werden. So, Motor stoppen und dann geht es jetzt auf unseren anderen G65 AMG. Wir machen hier wieder alles hoch. So, okay. Und dann fahren wir los. Ich würde sagen, wir machen nochmal 30 km/h. Das ist eigentlich eine gute Geschwindigkeit. Rundumleuchten machen wir einfach mal an. Weil wir sind doch schon ein bisschen sehr überladen. Eine G-Klasse wiegt 2,5 Tonnen. Der Anhänger ist über 3,5 Tonnen. Also haben wir da schon gute 6 Tonnen, die wir hier mit
der G-Klasse ziehen, was jetzt nicht unbedingt so legal ist. Aber zum Glück ist die Polizei ja im Moment nicht da. So. Nachdem wir die Kurve da hinten abgewartet haben und passiert haben, können wir die Geschwindigkeit natürlich auch erhöhen. So. Blinker nach links. Bisher haben wir noch keinen einzigen Unfall gebaut. Das ist auch mal schön und sehr selten. So. Okay, jetzt können wir dann auch ein bisschen schneller fahren. Okay, 50 km/h ist vollkommen in Ordnung. So, hier seht ihr nochmal die Autobahn. Aber mir fehlt auch zum Beispiel hier vorne noch irgendwas. Da muss auch irgendwas hin. Da kann nicht nur Wiese bleiben. Und hier muss auch noch was hin. Da kann kein Feld bleiben. Also klar, Felder werden auch noch hier sein, aber irgendwas fehlt mir da noch. Da muss ich noch gucken, was da genau fehlt. Weil wir wollen ja noch ein paar Firmen hier mit einbinden. So. Haben wir das jetzt auch hier schon mal geschafft. Hier vorne kommt noch eine andere Firma hin. Das hatte ich ja im Stream schon mal angefangen. Da war ein bisschen gebaut. Das haben wir leider nicht fertig bekommen. So. Okay. Perfekt. So. Cut. Mal wieder hat mich der Postbote bei der Aufnahme gecrashed, deswegen weiter geht's jetzt, Freunde. So, okay, wo waren wir stehen geblieben? Wir laden jetzt einmal hier ab und dann stellen wir beide G-Klassen direkt vor das Gebäude. So, wir fahren es einmal kurz runter. Okay, komm, wir fahren sie einfach rückwärts hier dran. So, das ist jetzt der neue Chefparkplatz. Da müssen wir sowieso noch ein bisschen umbauen. So, und die andere G-Klasse. Da kuppeln wir einmal mal kurz ab und stellen sie dann direkt daneben. So. Okay. Das passt dann. Ja, ist nicht perfekt eingeparkt, aber okay. Ja, Freunde, was haltet ihr von der neuen G-Klasse? Meint ihr, sie ist perfekt für so etwas speziellere Aufträge? Wenn ja, schreibt es auch mal in die Kommentare. Und lasst mal ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht in der Benny Army drin seid, einfach kostenlos auf Abonnieren drücken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.